Fiesmann hat den Robel, Gleiskraftwagen 5422 und Palfinger Ladekran Typ PK 19000 in Epoche 6 aufs H0-Gleis gesetzt. Und diesen Gleiskraftwagen möchten wir Ihnen heute näher vorstellen. Doch bevor wir zu den Einzelheiten des Modells kommen, wieder ein paar Infos, wie immer zum Original. Bei den Gleiskraftwagen des Typs 5422 verfolgt Robel Bahnbaumaschinen GmbH das Konzept, alle Anforderungen des Rangier- und Übergabeverkehrs im Baustellenbereich und dessen Umfeld zu erfüllen. Er ermöglicht durch seine hohe Leistungsstärke alle Aufgaben einer klassischen Arbeitslokomotive, kann aber auch Aufgaben einer Rangierlokomotive übernehmen. Für hohe Anhängelasten ist es möglich, zwei oder mehrere Gleiskraftwagen zu betreiben. Zur Detaillierung des Fahrzeugs. Wir haben uns den Gleiskraftwagen sehr genau angeschaut und auch mit Originalbildern verglichen und können auch schon hier auf den ersten Blick bestätigen, dass dieses Fahrzeug sehr exakt und auch sehr genau detailliert wiedergegeben ist. Und da haben sich die Fiesmann-Leute wirklich viel Mühe gemacht, dieses Fahrzeug dem Original entsprechend wirklich 1:1 zu übertragen. Die Bedruckung ist trennscharf ausgeführt. Alle Gravuren und Stanzteile sind wirklich feinst dargestellt. Es sind auch alle Anbauteile wie beim Original vorhanden. Das geht hin von der Rundumleuchte bis über die Klimaanlage und Auspuff oder Handläufe bzw. angesetzte Treppenstufen, um an diesem Fahrzeug ein- und aussteigen zu können. Also hier schon mal ein ganz, ganz großes Plus. Hier wurde sehr genau gearbeitet. Der aufgesetzte Kran von Typ Palfinger ist ohne Funktion. Das heißt also, er kann nicht digital betrieben werden, sondern dieser Kran kann lediglich mit der Hand bedient werden. Ich zeige Ihnen das jetzt mal im Modell. Man kann den Kranarm ausheben, man kann ihn drehen, man kann auch den Ausschub noch etwas weitermachen, um, wie gesagt, im Modell oder auf der Anlage dieses Fahrzeug in Arbeitsstellung zu bringen. Ansonsten im Fahrbetrieb ruht der Kran aus Sicherheitsgründen, so ist es auch vorgeschrieben, auf dem Fahrzeugboden, sodass also niemand verletzt werden kann. Ein ganz pfiffiges Detail ist die Inneneinrichtung dieses Fahrzeugs. Es ist der komplette Führerstand sehr exakt nachgebildet und damit das Fahrzeug auch richtig fahren kann, sind natürlich zwei Bediener drin. Der eine ist Lokführer und der andere ist wahrscheinlich der Beimann oder der Arbeiter, der am Gleis mitarbeiten soll. Ja, und man hat auch bei Fiesmann nicht darauf verzichtet, den Arbeitstisch mit Handwerkszeug zu belegen, weil es wird ja auch gearbeitet. Kommen wir jetzt zu den Digitalfunktionen, die Fiesmann diesem Fahrzeug spendiert hat. Jeder Modellbahner wird sich jetzt fragen, wo ist denn der Motor hier versteckt aufgrund der flachen Bauweise? Und da wartet Fiesmann mit einer neu entwickelten Antriebstechnik auf, mit einer Innovation, die 2013 bei der Messe wirklich eingeschlagen hat. Und was Matthias Fiesmann dazu sagt, hören wir uns jetzt schnell mal an. Wir haben es geschafft, den Motor auf diesem Chassis so flach wie möglich anzubringen, dass er in der Lage ist, das Modell anzutreiben, ohne großartig auffällig zu werden. Er verleiht dem Motor Gewicht, dem ganzen Modellgewicht, so dass es stabil fährt, auch über Doppelkreuzungsweichen. Wir haben es sogar möglich gemacht, 15 Sekunden lang ohne Strom zu fahren, ohne dass er die Informationen verliert. Ich möchte es kurz zeigen, den Antrieb, das Herzstück. Wir haben das sogar patentieren können. Das Besondere daran ist, dass der Motor nicht mittig gerade montiert ist, sondern ist leicht schräg versetzt. Er hat zwei Schwungmassen und eine biegsame Welle, die hier oben leicht die Spindel antreibt und wir ein normales Zahnrad darunter verwenden können. Einfach dafür, dass wir verschleißfrei arbeiten können mit möglichst wenig Widerstand und möglichst wenig Fremdenergie, also Widerstand. Genau. Was für Elektronik ist jetzt eingebaut? Was kann das Fahrzeug auf der Schiene?
Der Robel ist ausgestattet mit einem Digitaldecoder und auch mit einem Sounddecoder. Für Wechsel- und Gleichstrom gibt es zwei verschiedene Modellvarianten. Und erhältlich sein wird das Produkt ab ca. August, September 2013. Sie hatten es eben gesehen, Matthias Fiesmann war ganz stolz und Sie hatten das auch zum Patent angemeldet. Und jetzt möchte ich Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, mal das am Fahrzeug selbst zeigen. Wir haben dazu hier unten mal diese Abdeckung abgeschraubt, um Ihnen diese Technik jetzt am Fahrzeug zu zeigen. Das heißt, der Motor mit dem Antriebsstrang ist diagonal eingebaut worden, aus Platzgründen, um auch die Antriebe entsprechend hinzubekommen. Und vom Motor aus nach der Schwungmasse geht eine biegsame Antriebswelle auf die Räder, um die Kraft des Motors entsprechend zu übertragen. So einfach kann eine innovative Lösung sein, um ein Fahrzeug anzutreiben. Und wie wir sehen, ist es eigentlich auch eine ganz tolle Sache. Die weiteren Digitalfunktionen wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Es ist eine super Langsamfahrt möglich. Das Fahrzeug hat betriebsabhängigen Sound und Pfeife. Diese Digitalfunktion, diese Geräuschfunktion sind analog und digital abrufbar. Das Fahrzeug ist mit einem Railcom-fähigen Digitaldecoder für DCC, MM und Analogbetrieb ausgerüstet. Die Dreilichtspitzenbeleuchtung wechselt fahrtrichtungsabhängig in Weiß und Rot. Das Fahrzeug fährt auch sicher über Kreuzungsweichen durch einen eingebauten Stromspeicher oder Energiepuffer. Das Rundumlicht auf dem Fahrzeug ist digital schaltbar. Der Funktionsumfang generell nochmal auch analog Fahren mit Sound möglich. Das Fahrzeug ist auch ausgerüstet mit einer Kurzkupplungskinematik mit NEM-Schacht. So, zu den Fahreigenschaften testen wir natürlich auch nochmal jetzt die Rollgeräusche, die Langsamfahreigenschaften und wie die Maschine sich auf dem Gleis überhaupt verhält. So, wir sehen, die Geschwindigkeit wird recht sauber angenommen. Was jetzt schon auffällt ist, dass so fast keine Geräusche zu hören sind vom Motor, vom Antrieb. Ganz große Klasse, das gleiche machen wir jetzt nochmal rückwärts. Und auch hier die Anfahrphase sehr sauber, sehr ordentlich. Zu hören sind eigentlich nur die Rollgeräusche von der Anlage. Also wir denken, dass auch mit diesem innovativen Antrieb Fiesmann der große Wurf gelungen ist.
Kommen wir jetzt zum Geschwindigkeitstest, wobei ich hier sagen muss, wir wollen jetzt etwas eingeschränkt tun. Es handelt sich hier um eine Arbeitsmaschine, also um keine D-Zug-Lok oder um eine Güterzug-Lok. Im Original fährt dieses Arbeitsfahrzeug bis zu 100 km/h. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Geschwindigkeitsmessung wie folgt durchzuführen. Wir messen einmal die minimale messbare Geschwindigkeit, die dieses Fahrzeug macht, und in der Fahrstufe 128 die Höchstgeschwindigkeit. Und da sind wir mal gespannt, wie gut es den Fiesmann-Leuten gelungen ist, den Digitaldecoder entsprechend einzustellen. Es geht los. Fahrstufe 10, rollt die Maschine an. Wir sehen auch hier nochmal die exzellente Kriecheigenschaft des Fahrzeugs. km/h, das ist ein ganz klasse Wert. So, wir erhöhen jetzt auf die Fahrstufe 128. Und mit der Fahrstufe 128 erreicht das Fahrzeug 98,5 km/h. Ein ganz klasse Wert für dieses Fahrzeug von Fiesmann. Also auch hier, eingestellter Decoder ist super. Er hat alle Anforderungen erfüllt und auch alle Werte dementsprechend erreicht. Soweit unsere Produktvorstellung, liebe Modellbahnfreunde, zum Robel Gleiskraftwagen 54.22 von Fiesmann. Und an dieser Stelle möchten wir wieder ein kleines Fazit ziehen. Die Detaillierung, die Bedruckung, die Einzelheiten ist Fiesmann an dieser Stelle sehr gut gelungen. Zusätzlich die Inneneinrichtung ebenfalls sehr schön und dass auch schon Fahrpersonal drin sitzt. Das ist eigentlich immer so ein kleines pfiffiges Detail, was so eine Maschine immer rund macht. Die Digitalfunktion haben wir Ihnen ebenfalls vorgestellt und für dieses Fahrzeug entsprechend auch ausreichend. Sie haben den Motorsound gehabt, Sie haben die Arbeitsleuchte, die Rundumleuchte auf dem Dach, Sie haben den Warnton gehört dieser Maschine, also ebenfalls von der Geräuschentwicklung her sehr gut gemacht. Wir haben den Geschwindigkeitstest durchgeführt, diesmal in etwas anderen Form. Wir haben die minimalste und die machbar möglich höchste Geschwindigkeit getestet. Auch hier lagen die Fiesmann-Leute mit ihrer Programmierung und ihrem Digitaldecoder sehr genau im Trend. Das heißt also, die langsamste Geschwindigkeit mit 1,5 km/h war sehr gut, auch die Kriechgeschwindigkeit dementsprechend zu sehen. Und die Höchstgeschwindigkeit mit 98,5 zeigt eigentlich, dass der Decoder wirklich super eingestellt ist. Also auch hier muss man nicht mehr sehr viel tun. Aber Sie wissen ja, in der CV5 kann man natürlich jetzt noch die 1,5 km/h nachregeln. Aber ich glaube, bei dieser Arbeitsmaschine ist das nicht unbedingt notwendig. Der aufgebaute Palfingerkran ist ohne Funktion, kann aber manuell betätigt werden, um eine Szene auf der Anlage entsprechend nachzurüsten. Alles in allem ist das ein sehr gelungenes Fahrzeug, auch dank der innovativen Antriebstechnik, wie wir auch von Matthias Fiesmann hier in dieser Produktvorstellung gehört haben. Ja, und da auf Anlagen nicht nur gefahren wird, sondern auch gebaut wird, denke ich schon, dass diese Maschine eine sehr attraktive Bereicherung auf ihrer Anlage ist und man kann mit so einem Arbeitsfahrzeug auf der Anlage sehr gut Baustellenbetrieb, Gleisbauarbeiten oder aber auch Erhaltungsmaßnahmen an Böschungen und so weiter sehr detailgetreu nachstellen.